Na schön, dann wollen wir es mal weiter versuchen, hier voranzukommen. Ich hatte vor meiner Krankheit hier schon mal aufgenommen, deswegen kann es sein, dass es jetzt ein bisschen besser abläuft alles. Aber dann war mein Rechner abgestürzt mittendrin und die Aufnahme war verloren. Ein großer Holzlöffel. Ziemlich stabil. Was mich natürlich geärgert hatte, aber was soll's. Ich war nicht wirklich in der Verfassung, das Ganze dann nochmal zu tun. Das könnte mir gelegen kommen. Ja, sammle alles ein, mein lieber Professor. Was haben wir denn noch Anklickbares? Ist das Blut da hinten an der Wand? Hier ist noch der Diener. Ich sollte besser keinen Lärm machen. Nein, solltest du nicht. Ich sollte besser keinen Lärm machen. Ach, aus der Tür willst du auch nicht gehen. Also werden es scheinbar doch die Fliegen. Dafür brauche ich etwas. Ah ja, stimmt, nicht im Netz. Die müssen in ein anderes Gefäß. Und das Einzige, was wir haben, ist das Glas. Na dann, guten Appetit. Bon Appetit. Gut, wie es aussieht, ist der erstmal abgelenkt und wir können weiter durch die Tür. Ah ja. Im Herrenhaus. Die ganzen Gemälde. Der sieht stabil aus. Ein Gehstock, wofür auch immer du den brauchst. Der Riegel an dieser Tür ist robust. Den Zustand des Hauses nachzuurteilen, ist es für Diebe nicht wirklich interessant. Nein, ist es nicht. Was haben wir hier unten für Türen? Mhm. Sieht alles sehr mitgenommen aus. Der Anblick dieses Spiegels scheint wohl unerträglich zu sein. Der Anblick ist unerträglich. Ein Tresor scheint sehr stabil zu sein. Die Tresortür muss mit einem Hammer bearbeitet worden sein. Sie ist jedoch fest verschlossen. Dafür brauche der ich Hammer etwas. Stand ja noch da unten. Dafür brauchen wir wirklich noch was, glaube ich. Hier ist der Hammer. Der Putz hat hier nachgegeben. Nur die Tresortür nicht. Gut, was haben wir noch in diesem Raum? Das Klavier sah auch schon mal besser aus, denke ich. Alle Fenster wurden verbarrikadiert. Tja, warum wohl? Alle Fenster wurden verbarrikadiert. Wir haben es kapiert, Professor. Du musst dich nicht wiederholen. Da draußen sind irgendwelche Viecher. Hunde oder Wölfe. Wohl eher Hunde mitten in London. Jemand hat vor kurzem Holz gehackt. Merkwürdig. Und deswegen packst du gleich mal ein bisschen Holz ein, weil es merkwürdig ist, dass es gehackt wurde. Blut auf dem Teppich. Sehe ich ja jetzt erst. Der Diener ist nicht mehr hier. Ich hoffe, ich stoße nicht noch einmal auf dieses Ungeheuer. Oh, das hätte jetzt auch ins Auge gehen können. Ich habe gerade nicht dran gedacht, dass das hier ja der Weg in die Küche ist. Aber die Kakerlaken sind noch unterwegs. Gut, hoffentlich ist der Diener weit weg. Mit seinen Fliegen. Was haben wir hier? Das sieht auf dem Boden aus wie irgendeine Schleifspur. Komisch. Dieser Kerzenhalter scheint locker zu sein. Ja, toll. Aber mehr machst du damit nicht im Moment. Hier sind hier nochmal zwei Türen. Dieser Sekretär wurde erst vor kurzem benutzt. Wie man an den brennenden Kerzen erkennen kann. Blitzmerker. So, was haben wir hier sonst noch? Die Scherben von der Uhr. Das ist auch eine spiegelnde Oberfläche, ha? Deswegen musste die auch dran glauben. Das ist noch so ein Merkwürdig. Ding.
Da ist etwas. Da ist etwas. Diese Tafel sieht aus wie die Tafel im Wohnzimmer. Nach. Dafür brauche ich etwas. Ja, gut. Gehen wir erstmal weiter. Irgendwas auf dem Tisch. Was für ein heilloses Durcheinander unterschiedlichster Dinge. Uhren, Monokel, chinesisches Porzellan. Klingt doch interessant. Das könnte mir gelegen kommen. Ja, pack ein. Schon interessant, was der sich alles in die Taschen stopft, beziehungsweise dass der hier einfach mal so den Eigentümer des Hauses bestiehlt. So, an den Regalen ist nichts. Hier unten ist auch Blut. Blut. Aber mehr da gibt's dazu nicht zu sagen, scheinbar. Und diese Papiere, die hier im Kreis liegen, die interessieren dich auch nicht. Okay, gehen wir nochmal in den anderen Bereich. Wie gesagt, ich habe das schon mal aufgenommen, weswegen das jetzt hier vielleicht bis zu einem gewissen Punkt etwas schneller geht. So, und zwar müssen wir perfekt diese Teile durchdrücken. Und ihr seht schon hier, das wird dann später eine Schablone. So ergibt das noch keinen Sinn. Wir müssen die durchgedrückten Teile von oben als Schablone für unten nehmen und umgedreht. Aber wir schauen erstmal nochmal ins nächste Zimmer. Das Zimmer einer Frau war wohl das Schlafgemach von Lady Godalming. Das Zimmer einer Frau, ist das so? Was haben wir denn hier? Da ist was zum Aufheben. Nachricht aus der Kammer der Dame. Hier sah ich ihn eintreten, Madame, nachdem er eine der Fackeln berührt hatte. Kurz darauf wurde er in seiner Kammer gefunden. Aha. Das wurde mit zittriger Hand geschrieben. Die Person war entweder krank oder hatte Todesangst. Eintreten, nachdem er eine der Fackeln berührt hatte. Klingt nach einer Art Geheimgang. Oh, na komm schon. Das ging doch eben. Mach mich nicht konfus, Spiel. Eine Fadenrolle. Das hast du aber schön gesagt. Und noch ein Blick in den anderen Teil des Raums. So, die Stiefel gehören aber sicher keiner Dame. Wieder zugenagelte Fenster und zerbrochene Spiegel. Schminke. Alt und nicht mehr in Gebrauch. Ja, nichts von Nutzen scheinbar. Ein Hammer. Das könnte mir gelegen kommen. Hm. Pack ein. Du nimmst doch hier alles mit. Was haben wir hier noch? Mastband? Das könnte mir gelegen kommen. Ja, ein Mastband. Dieses schmuddelige Jackett muss dem Diener gehören. Er ist derjenige, der jetzt wohl hier schläft. Scheinbar. Und das Bett ist ganz schön auseinandergenommen, aber da geht auch nichts mehr anzugucken. Also gehen wir jetzt nach unten, machen einen Abdruck von diesem anderen Relief an dem Safe. Gucken mal, was wir mit dem schon gemachten Abdruck dort einstellen können. Welche Richtung ist jetzt die Küche und welche Richtung ist das Zimmer, genau. Erstmal einen Abdruck machen. Na also. So. Perfekt. Und dann brauchen wir den ersten Abdruck nochmal für den Safe. Ich werde mir das alles notieren. Gut, schreib's dir mal ab. Fein. Und müssen mit dem zweiten Abdruck nochmal nach oben gehen. Und das Rätsel um den Safe war dann aber auch schon das einzige, was ich aufgenommen hatte. Also danach ist es wieder mehr oder weniger blind. Sofern man davon ausgehen kann, ich habe das Spiel ja vor kurzem erst gespielt, aber bin doch sehr vergesslich, was solche Dinge betrifft. Oh, da ist ja noch ein Raum. Abgeschlossen. Das Schloss sieht äußerst robust aus. Unmöglich aufzukriegen. Allerdings habe ich das Gefühl, dass sich das Geheimnis dieses Hauses hinter dieser Tür verbirgt. Warum ausgerechnet hinter dieser Tür, mein Gutster?
So, wir müssen aber nochmal zu diesem komischen Safe. Genau. Aber mit dem zweiten, was wir gemacht haben. Oh, wir haben ganz schön viel im Inventar zurzeit. Genau, mit dem. Ich werde mir das alles notieren. Schreib's dir auf. Gut. Dann können wir wieder nach unten und mal in den Safe schauen. Denke ich. Sieht immer noch aus, als würde hier irgendwas drüber schaben regelmäßig. Denn, aber ohne das Teil bitte. Das sind ganz einfach, was er hier sich aufgeschrieben hat. Tasche. Und wo hast du es hingeschrieben? Hier. Ich weiß nur die Reihenfolge jetzt nicht mehr. Das sind ganz einfach Richtungsangaben. Also Norden, E für Osten und so weiter. Und die muss man hier an den Rädchen einstellen. Ich weiß noch nicht, welches jetzt zuerst kommt. Ich versuch's mal zuerst mit dem aus dem oberen Zimmer. Ist bestimmt falsch. Aber so auf jeden Fall geht das auf. Also da hätten wir Norden, Osten, Norden, Süden. Norden ist eingestellt, zweites auf Osten, Norden und Süden. Das bleibt hoffentlich. Südost, Ost. Südost, Ost. So, und dann das andere. Südost, Ost, Nord. Südost. Ah, Mist. Ost und Nord. Und die letzten drei sind Südost, Nord, Südost. Na schön, versuchen wir das mal. Nord und nochmal Südost. Und nun tut sich gar nichts. Eine Windrose. Ja, toll. Also müssen wir es umdrehen sozusagen. Die drei nach vorn. Das ist Südosten, dann wird das Norden. Osten haben sie beide, Norden haben sie beide. Das muss eins weiter, das muss eins zurück. Ich versuche das jetzt gleich mal so zu konstruieren. So, sind noch zwei übrig. Das muss auf Norden. Und das letzte muss das eins runter und das muss auf Osten. Schauen wir mal, ob das jetzt funktioniert. Na also, perfekt. Gut. Das Safe wäre damit offen. Und tada, ein großer silberner Schlüssel. Das nenne ich mal perfekt. Und damit schauen wir doch gleich mal zu der verschlossenen Tür um. Würde ich vorschlagen. Hier hinter geht's ja nicht. Und noch eine Treppe, mein Lieber. Und davor, genau.